Hallo, mein Name ist Christina Jaspers. Ich bin Hauptamtliche bei U25 Emsland. Mein Name ist Lena, ich bin Peer bei U25. U25 ist eine Suizidprävention. Wir machen Mailberatung für junge Menschen unter 25 Jahren. Ich war vor meiner Zeit als Hauptamtliche schon als Peerberaterin tätig. So nennen wir unsere Ehrenamtlichen, die mit unseren Klienten dann in Kontakt stehen. Ich bin zu der Mailberatungsstelle gekommen während meiner Ausbildung und dachte mir, es wäre auf jeden Fall wichtig, in meinem Berufsfeld auch darüber was zu wissen, wie man mit Krisen umgeht, wie man Menschen begleitet, Krisen zu überwinden, auch gerade wenn es in Richtung Suizidalität geht. Angefangen als Peerberaterin bin ich damals, weil in meinem privaten Umfeld auch viel das Thema war, auch bei Freundinnen und Freundinnen. Genau, und dachte mir, da möchte ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigen. Und das hat mir einfach total viel Spaß gemacht, die Arbeit im Team mit den anderen Ehrenamtlichen, aber auch mit den Hauptamtlichen gemeinsam, dass wir wirklich als Team arbeiten und auch gut immer im Gespräch sind. Bei uns das Besondere, dass nicht irgendwie ausgebildete Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen mit den Klienten in Kontakt stehen, sondern ehrenamtliche Peerberaterinnen und Peerberater, die nach einer Ausbildung von uns, von mir und meiner Kollegin in der Mailberatung starten, dann auch eng mit uns im Kontakt stehen. Ja, es war auch mal so, da hatte ich einen Klienten, der hatte ja mehr oder weniger einen Suizid angekündigt und danach war Funkstille und ja, das hat mich doch echt belastet und ich wusste nicht, was jetzt mit diesem jungen Menschen passiert ist, ob er es durchgezogen hat oder auch nicht und da war es für mich auf jeden Fall super hilfreich, dass ich mit den Hauptamtlichen reden konnte, dass sie mir ja, mich begleitet haben, damit umzugehen. Aber das war dann quasi so ein kleines Happy End, hat er sich nach einem halben Jahr gemeldet und erzählt, dass er in Therapie war. Wir konnten es halt nicht nachvollziehen, weil es halt komplett anonym war. Aber es hat einen selber dann doch beruhigt, dass ihm die Mailberatung geholfen hat, in eine Therapie zu finden und es ihm wirklich besser geht. Und mir hat es geholfen, dass ich mit den Hauptamtlichen reden konnte, als es mir dann doch schlecht ging, als es mir nahe ging. Weil das Thema auch wirklich schwer ist und alleine auch gar nicht tragbar ist, ist es so wichtig, dass wir im Team zusammenarbeiten, sowohl die Ehrenamtlichen untereinander, aber auch mit uns als Hauptamtliche, dass man da immer gut im Gespräch ist und auch immer offen sagen kann, wie es einem gerade geht und die Fälle dann auch gut besprechen kann.